Hallo Leute, willkommen zurück zu Valkyria Chronicles. Ja, nachdem wir die sehr traurige Szene von Kapitel 11 überstanden haben, machen wir weiter mit Kapitel 12, der Kampf für Brule. Ysara ist von uns gegangen, aber wir müssen weitermachen. Und deswegen gehen wir erstmal zum Hauptquartier und arbeiten ein paar Sachen nach, die wir freigeschaltet haben und so. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal zu Cordelia, weil es gibt ja eine Medaille für uns. Ein schwacher Trost für unseren großen Verlust. Ja. Jetzt gibt das Zeug her. Wow. Okay, das sieht schick aus. Was ist denn das? Orden des Heiligen Schildes. Und wir kriegen noch was. Ein Scharfschützengewehr. Sehr nett. Ja. Ich werde da wohl noch ein bisschen dran sitzen bleiben, was da passiert ist. Gehen wir doch mal zum Friedhof. Vielleicht liegt Ysaras Grab dort. Das weiß ich nicht. Ja, keine Befehle und wir können auch kein Grab oder so besuchen. Scheiße. Die Castlefront Street. So, und hier gibt's natürlich... Bla bla bla. Und hier ist auch der Bericht, dass Ysara gestorben ist. Und naja, könnt ihr alles durchlesen, wenn ihr wollt. Muss ich jetzt nicht. Ich muss neue Motivation finden. Und das soll in diesem Kapitel, soll diese Motivation wieder herkommen. Dass wir diesen Verlust irgendwie überwinden. Es muss weitergehen. Gallia muss weiterhin befreit werden. Es wäre Ysaras Wunsch gewesen. So. Was haben wir denn hier für neue Rekruten? Keine mehr. Anscheinend hört das jetzt langsam auf, dass wir neue kriegen. Und das sind alles, die wir haben können. Bäh. Da bleibe ich aber lieber bei dem, was ich habe. Training Field. Los, Leute. Ihr müsst trainieren und schwitzen. Ihr packt das. Ich würde mal sagen... Auch die Trooper. Eine Stufe hoch. Oh Gott, wir haben schon zu wenig EP. Egal. Das wird schon. Level up. Ein neuer Befehl. Was ist denn? First Aid. Oh, das kann von einer Einheit vollständig die HP heilen. Sehr schön. Sehr schön. Das kann ich gut gebrauchen. Vielleicht sollte ich irgendwann wieder trainieren gehen, um mehr EP zu sammeln. Hi Leon. Okay, was können wir denn jetzt Neues herbeizaubern? Das nicht. Ah, Firepower. Das ist sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Effekt ist kacke und mehr Magazinen ist auch nicht so das Wahre. Wir bleiben bei der Firepower. Die Lanzenträger kriegen nichts. Ich bin ganz halt über am Überlegen, ob ich die doch zu Mörser machen sollte. Weil gegen Panzer, da komme ich ja auch schon mit normaler Infanterie durch. Die mache ich ja so kaputt. Aber egal. Die Scharfschützen kriegen nochmal einen Genauigkeitsboost. Sehr gut. Ja, es ist nicht mehr viel, bis sie komplett fertig sind. Oh, der Flammenwerfer kann auch verbessert werden. Sehr gut. Ein stärkerer Flammenwerfer ist immer gut. Für ein gutes Barbecue. Die Granate kann nicht verbessert werden.
Uniform auch nicht. Blastsuit auch nicht. Okay. Das war's davon. Wie sieht's denn mit unseren Panzern aus? Nee. Das sieht alles top aus. Wir können die Ketten verbessern, aber tun wir ich ja nicht. Die Ketten sind mir egal. Ne, das war's hiervon. Und die Shamrock. Hier nichts. Da nichts. Da nichts. Da nichts. Schwacher Panzer. Na gut. Dann hauen wir hier ab. Und das war's auch schon. Gut. Oh nee, warte. Ich wollte ja das neue Scharfschützengewehr nachgucken, was wir bekommen haben. Ich kann aber nicht vorstellen, dass das besser ist als das, was meine Scharfschützen jetzt schon haben. Da gehen wir zu den Squad Barracks. Okay, dann gucken wir mal. Mhm. Ja, besserer Aim. Achso, die haben es ja schon. Die hat uns genau das geschenkt, was wir schon haben. Naja. Die soll uns nicht mit zu viel Scharfschützengewehren zupflastern. Ich habe nur 2 Scharfschützen. Mehr brauche ich auch nicht. Gut, neuen Übungskampf haben wir nicht bekommen, soweit ich weiß. Ach, den Orden muss ich mir auch noch angucken, was das ist. Mhm. Hoppa. So, basiert auf deinem valkyrischen Schild. Wird eine, also einem Geschwader, bei einer Staffel, Geschwader ist ja Flugzeuge, einer Staffel verliehen, die einen Sieg errungen hat, ohne irgendeinen Verlust. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen, ja, Pauke gegens Gesicht. Wir haben ja Isara verloren. Von jemand anderem habe ich nichts verloren. Ich meine, ich konnte ja nicht verhindern, dass Isara gestorben ist. Aber dafür, dass ich halt noch alle anderen am Leben habe, habe ich diesen Orden bekommen. Trotzdem, ein ziemlich Ohrfeige gegen mich. Finde ich nicht gut. Aber gut, jetzt machen wir mit der Story weiter. Mit der ersten, ja, Szene hier. Ein netter Geist. Okay, dann beginnen wir mal mit dem Meeting der Strategie. First off, I need to ask. Lieutenant, how is Squad 7's morale? Aber zuerst muss ich fragen, Lieutenant, wie ist die Moral von Staffel 7? It's been 3 weeks since we lost Isara. We're all still in shock, Captain. Es ist schon 3 Wochen her, dass wir Isara verloren haben und sie sind alle noch in Schock, Schockzustand. Und von mir aus gesehen, ich kann immer noch nicht glauben, dass das real ist, dass sie von uns gegangen ist. Aber ihr habt neue Befehle. Ich habe General Damon darum gebeten, das zu also freizugeben, und diese Operation wurde hat klar bekommen. So, die gallische Miliz hat die neue Aufgabe bekommen, Brühl zurückzuerobern. Das Regiment wird das Gebiet umzingeln, während unsere Staffel dort eindringt und den Plaza erobern. Irgendwelche Fragen, Lieutenant? No, Captain. Nope. I'm taking temporary personal leave, but I wish you the best of luck out there. Falio wird für eine Zeit rausgehen, also der wird nicht an der Operation teilnehmen, aber er wünscht uns alles Glück. Und ich möchte euch euren neuen Panzerpiloten vorstellen, der die Edelweiss steuern wird.
I'll do the best I can, Welkin. Und es ist Kreese. Nette Überraschung. Kreese. He recently volunteered to be a pilot. I'm hereby assigning him to Squad 7. Ja, er hat sich erst vor kurzem als Pilot freiwillig gemeldet und ich werde ihn nach Staffel 7 bringen. Isara inherited the Edelweiss from her father. I'd like to take over where she left off. Ja, Isara hat die Edelweiß von ihrem Vater geerbt bekommen und ich möchte dort weitermachen, wo sie aufgehört hat. I'm still nowhere near as skilled as she was, but I'll do my very best. Und ja, ich bin noch längst nicht so gut, wie sie es war, aber ich werde mein Bestes geben. Thank you, Kreese. That concludes our meeting. I look forward to good news from Brule. Dismissed. Okay, das war's. Ja, Kreese ist unser neuer Panzerpilot. Hoffentlich wird er seinen Job gut machen. Was ich, also... Da gibt's ja, es gibt ja ein Anime zu diesem Spiel. Zu diesem Spiel wurde ein Anime gemacht. Und Anime, da fand ich diese Stelle unheimlich schrecklich. Weil Welkin war sowas von kaputt nach Isaras Tod. Der konnte überhaupt nichts mehr. Ganz halt nur rumgeheult und so. Und ich habe mich ganz halt gefragt, das passt doch überhaupt nicht zu dem. Also Welkin ist keine richtige Heulsuse, der wochenlang nur rumheult. Das ging gar nicht. Das habe ich sowas von gehasst im Anime. Hier, das ist wirklich deutlich realistischer. Aber jetzt kommen wir zu einer kleinen Bonusszene. Und zwar gehen wir wieder zu den Imperialisten. Und zwar erfahren wir Jägers Grund. Fausen was lost. And Gregor with it. In a warrior's death. Ja, Fausen ist verloren und Gregor dazu, in Tod eines Kriegers. What comes next, Maximilian? Things aren't looking very good these days. Ja, was kommt jetzt als nächstes, Maximilian? Die Dinge sehen heutzutage nicht gerade gut aus. The Empire claimed the earliest victories and most of Gallia with them. Und ja, das Imperium hat die frühesten Siege errungen. Und dann Meister davon Gallia. Ja, und ihre Bemühungen haben die Verteidigungen in jeder, also in jedem Ort, zum Schüttern erbracht. Das bedeutet, wir konzentrieren wieder unsere Streitkräfte. Ja, das bedeutet, dass ihr befehlen werdet, unsere Armeen auf den Nagia Plains zu sammeln. Silvaria, the time has come to show these rooms your power. Und Silvaria, es ist Zeit, dass du diesen Maden deine Kräfte zeigst. Sir, by my Valkyrian blood, I swear the Gallian forces will bow before you. Ja, und bei dem valkyrischen Blut. Ich schwöre, dass die gallischen Streitkräfte vor mir verbeugen werden. Oder beziehungsweise vor dem Prinz. Ja, das glaube ich. Die werden nicht lange stehen bleiben, wenn du ernste Sache machst. Ja, und das sind gute Nachrichten für mich. Und die Möglichkeit für Firalz, also Firalz ist... ein Land, also Wiederaufbau. Once we conquer Gallia, you shall have independence for your homeland, Jäger. Ja, und sobald wir Gallia erobert haben, sollst du die Unabhängigkeit deines Heimatlandes bekommen, Jäger. But until then, you have no country of your own. You shall serve us with your very life. Aber bis dahin hast du kein Land für dich selbst. Du sollst für uns weiter dienen, und zwar mit deinem Leben. Das ist mir sehr bewusst, euer Ehren. Das Schicksal des Imperiums ist, bedeutet mir nichts. Aber Maximilian, du wirst victorious. Das ist der einzige Grund, warum ich diesen Krieg kämpfe. Aber Maximilian, ihr werdet siegreich sein. Das ist der einzige Grund, warum ich diesen Krieg führe. Mhm. Wir erfahren, dass Jägers Grund halt für diesen Krieg ist, dass er
damit seine Heimatstadt, beziehungsweise Heimatland, Heimatstaat, Heimatland unabhängig vom Imperium machen kann. Nobel, nobel, aber naja, ob sich Maximilian wirklich an sowas hält? Wir wissen ja, wie das so ist, wie große Imperien darauf reagieren, wenn ein Teil davon unabhängig davon werden will. Mann, ich sollte niemals so spät aufnehmen. Okay, Rückkehr zu Brühl. We're back. Back to where it all started. Wir sind zurück, dort, wo alles begonnen hat. It's been 5 months since we left Brühl. Und es sind 5 Monate, seit wir Brühl verlassen haben. Now, all but one of us is back to make this home again. Und jetzt alle, außer einer, ist jetzt wieder zurück in seiner Heimat. Captain Varad said she specifically requested this operation from General Damon. Captain Varad hat gesagt, dass sie speziell diese Operation bei General Damon erfragt hat. She said that? Yes. You know how she feels about him, but she begged him to give us Brühl. Ja, du weißt, wie sie in Gegenwart von diesem Typen sich fühlt, aber sie hat wirklich drum gebettelt, dass wir Brühl zurückbekommen. She wanted us to remember why we're fighting, to help us get past Isara's death. Sie möchte, dass wir uns daran erinnern, warum wir kämpfen, damit wir über Isaras Tod hinauskommen. For right now, let's stop thinking and just move forward. Fürs Erste sollten wir aufhören zu denken und einfach vorwärts schreiten. Let's take back Isara's home. Lass uns unsere und Isaras Heimat zurückerobern. Aber bevor wir das tun, wieder eine kleine Zwischensequenz, und zwar Rückkehr zum Tempel. Back again. I had to return one more time. Wieder zurück. Ich musste nochmal zurückkehren. But the area we saw last time. No matter what I try, the door won't open anymore. Aber dieser Raum, den wir vorhin gesehen haben, egal was ich mache, die Tür lässt sich nicht mehr öffnen. Alles, was dort an den Wänden geschrieben war, kehrte die ganze europäische Geschichte wieder auf den Kopf. It began, "Welcome, Sister Valkyria." Did they hide the truth from all but their own? Es begann mit "Willkommen, valkyrische Schwester." Haben sie die ganze Wahrheit versteckt? The door won't let me in. Given what's on the walls, maybe it opens only for the Valkyrie. Die Tür wird nicht für mich öffnen, aber nach dem, was da in den Wänden stand, vielleicht öffnet es sich nur für Valkyren. Maximilian got through, but he had Selvaria with him. She must have opened it for him. Maximilian kam da durch, aber er hatte Selvaria bei sich. Sie muss es für ihn geöffnet haben. Wait. The door was closed when we first arrived. Aber warte, die Tür war geschlossen, als wir zum ersten Mal dort ankamen. Und dann, diejenige, also die Person, die es geöffnet hat, war... No, it's not. Nein, das kann doch nicht. Chances of her. No. There's no other explanation. Die Chance, dass das wahr ist, ist doch... Aber es gibt keinen anderen Grund. Sie... Was soll ich jetzt tun? Ja? Die Beweislage ist klar, wie ich das so schön in Phoenix Wright sage. Also Alicia?
scheint eine Verbindung zu den Valkyren zu haben. Aber welche? Und warum? Und ja, alles Mögliche. Darüber müssen wir jetzt aber eine ganze Menge nachdenken. Ja, wieder ein schönes Rätsel, damit wir über Isaras Tod hinauskommen. Sehr schön, sehr schön. Okay, ich habe gespeichert. Und im nächsten Part holen wir unsere Heimat Brule zurück. Bis dann.